Der Nintendo DS. Gab es jemals einen treueren Begleiter für unterwegs? Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Der DS hat nämlich für jeden Spielegeschmack ein Spiel parat. Jetzt mal abgesehen von Fighting Games vielleicht, da schwächelt er ein bisschen. Aber ansonsten, da hat der DS so ziemlich alles, was man sich wünschen kann. Von hin zu bekannten Titeln wie New Super Mario Bros., The Legend of Zelda, hin zu Spielen für Nichtzocker wie Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Es gibt wirklich so viele unglaublich Menge Spiele, dass ich das hier gar nicht alles so auf einmal wirklich erzählen kann, was es da so alles gibt. Aber ich habe ja eine recht große DS-Sammlung, wie der ein oder andere vielleicht von euch weiß. Und ich dachte mir so, das möchte ich mal mit euch teilen. Und nicht in dem Sinne, dass ich einfach nur wieder hier mit der Kamera an den Spielen vorbeifahre. Nein, ich möchte mal genauer auf einige besondere Spiele eingehen. Und deswegen habe ich mir Nagis DS-Samstag überlegt, wo ich jeden Samstag euch ein neues Nintendo DS-Spiel zeigen werde. Und wir fangen heute mit einem Spiel an, was mir sehr am Herzen liegt, was auch, glaube ich, nicht so viele gespielt haben. Schaut es euch an, hier ist es. Space Invaders Extreme 2. Ganz genau, das erste Spiel auf unserer langen DS-Liste ist Space Invaders Extreme 2. Es gibt natürlich auch einen Teil 1, aber da Teil 1 nicht DS-exklusiv ist, habe ich mich für Teil 2 entschieden, der nur für den Nintendo DS erhältlich ist. Und was kann man zu Space Invaders sagen? Ich denke mal, jeder von euch kennt Space Invaders und wenn ihr jetzt sagt, ihr kennt Space Invaders nicht, dann lügt ihr! Oder ihr habt die letzten Jahre unter einem Felsen gelebt, ich weiß es nicht. Eins von beiden. Das Prinzip von Space Invaders ist natürlich ganz simpel erklärt. Von oben greifen UFOs an und Aliens und die muss man natürlich ausschalten. Es war eines der ersten Spiele, die es damals gab. Und das erste wirklich populäre Spiel in Japan. Also das erste populäre Arcade-Spiel. Und starten wir einfach mal den Punkteangriff. Starten ein neues Spiel. Und es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade zur Auswahl. Hier ist für jeden was dabei. Anfängerschwierigkeitsgrad. Spiele einen Parcours mit niedriger Schwierigkeit. Spieler haben unbegrenzte Kanonen. Es gibt jedoch keine mehrfachen Stufenverzweigungen. Dieser Modus ist besonders für Spielanfänger empfehlenswert. Ja, das ist natürlich nichts für mich. Ich gehe deswegen zu normal. Ich könnte auch extrem spielen, aber ich möchte jetzt erstmal nur ganz normal zeigen, wie das Spiel beginnt. So. Es geht also los. Da sind die Invaders. Ab und zu fliegt ein UFO vorbei. Und so im Prinzip sieht es ziemlich aus, vom Prinzip her nur, es sieht vom Prinzip her ziemlich aus wie damals im Jahre 1978. Nur mit wesentlich mehr Farben, mehr Effekten und allem drum und dran. So, und sobald wir vier Invaders mit der gleichen Farbe abgeschossen haben, bekommen wir ein Power-Up. In diesem Fall der Laser. Sollten wir eines der blinkenden UFOs abschießen, dann wird eine Bonusrunde aktiviert, in der wir verschiedene Sachen machen müssen. Zum Beispiel müssen wir hier alle Invaders auf dem oberen Bildschirm ausschalten. Ja, komm mal her, du. Dich kriege ich auch noch. Und dann startet der Fieber-Modus, wo wir für kurze Zeit nicht unbesiegbar sind, aber wir sind derbe überpowered und können hier massig Punkte kassieren. So, hier sind ein paar blinkende Invaders. Das heißt, wenn wir sie treffen, explodieren sie. Macht uns die Arbeit natürlich wesentlich leichter. So, vier grüne Invaders ergeben den Mehrfachschuss oder Broadshot, wie er da unten heißt. So, und eine weitere Bonusrunde wurde aktiviert. Diesmal muss ich vier Gegner dort oben ausschalten. Vier große Gegner. Und dann geht hier richtig die Post ab, Leute. Besser konnte ich es jetzt auch gerade nicht sagen, verzeiht mir. Dann gibt es noch das Bingo, was ihr die ganze Zeit auf dem oberen Bildschirm seht. Wenn man die Aliens in einer richtigen Reihenfolge abschießt, kann man Bingo-Time aktivieren und noch mehr Punkte abräumen. Aber das will mir irgendwie nie so richtig gelingen, deswegen versuche ich es auch gar nicht erst. So, und wenn wir jetzt die Roten hier eliminieren, bekommen wir die Bombe. Aber ich bleibe lieber beim Laser, der hat die meiste Zerstörungskraft.
Nervig ist nur, wenn Gegner mit einem Schild dabei sind, wie man da oben gerade sieht, die beiden Blauen haben ein Schild. Den kann man mit einem normalen Schuss durchdringen, aber nicht mit einem Laser. Das Schöne an dem Spiel ist, dass alles immer sehr passend zur Musik ist. Die Schüsse, die Explosionen, es harmoniert immer mit der Musik. Und den ersten Level haben wir somit überstanden, kommen wir zum Boss. Das klassische Space Invaders UFO, kein besonders hartnäckiger Feind, aber was will man noch erwarten, das ist der erste Level. Und er färbt sich langsam rot, lange will das nicht mehr aushalten. Und da regnet es Punkte ohne Ende. Und das ist das ganze Prinzip von Space Invaders Extreme 2. Hab sogar Rang A geschafft. Ich weiß gar nicht, ob das die Höchststufe war oder ob es noch einen Rang S gibt. Kann natürlich auch gut sein. Stand by. Ready? So, das Spiel hat insgesamt 5 Stages. Wobei nicht wirklich 5 Stages. Ich zeig das mal kurz genauer. Space Invaders. Level, die man bereits geschafft hat, kann man auf der Stufenwahl anwählen. Entweder Punktangriff oder Zeitangriff. Nehmen wir für dieses Video einfach mal den Punkteangriff. Dann sieht man hier, ab Stufe 3 verlaufen die Level in unterschiedliche Richtungen. Zum Beispiel zu 3A oder 3B. Die untere Route ist immer die schwierigere. Man kann sich halt aussuchen, ob man lieber ein ruhiges Spiel haben möchte oder ob man es lieber herausfordernd haben möchte. Ich nehme meistens die herausfordernde Route, vor allem aus einem einzigen Grund. Denn auf Stufe 5D wartet etwas wahrhaft Unglaubliches. Nämlich... Stand by. Ready? Yep, wenn ihr euch jetzt erfragt, wer um Himmels Willen sagt, hat die ganze Zeit Power Up. Das ist Ufoko, ein Maskottchencharakter, aus dem leider nie was geworden ist. Aber ich finde sie einfach super. Ich kann das auch gar nicht genauer beschreiben, warum und weswegen. Ich finde diesen ganzen Stil, die ganze Musik, ich finde das einfach total klasse, wie das hier gemacht ist. Ich werde dann nochmal versuchen, hier ein bisschen weiterzukommen. Ich habe auch mal überlegt, ob ich vielleicht Space Invaders 2, also Extreme 2 Let's Play möchte. Aber es ist halt ein Spiel, bei dem kann man nicht wirklich viel erzählen, weil es halt, wie gesagt, es ist im Grunde immer noch Space Invaders. Und das Hauptsächliche ist, die Invaders greifen von oben an und kommen weiter nach unten. Man kann zwar was zu den Power-Ups sagen, die man einsammelt, aber ansonsten... wüsste ich nicht, wie man dieses Spiel wirklich gut als Let's Play umsetzen sollte. Deswegen habe ich es mir zuerst für diese, sag ich mal, Let's Show-Serie ausgesucht. Okay, Fieber-Modus, los geht's! So, da haben wir ein paar blaue, die werde ich mir natürlich jetzt wegen dem Laser alle schnappen. Okay, machen wir uns die Bombe zunutze. Ah, jetzt schießen sie mit gigantischen Lasern, da muss man schon etwas vorsichtiger sein. Wie schon gesagt, das ist jetzt Stufe 5D, ab hier wird's ein bisschen schwieriger. Aber nicht so schwierig wie auf Extrem-Mode. Na, Ufo, komm her! Ufo, Ufo, Ufo! Nein, ich hab's nicht mehr geschafft. Schade. Aber da kommen ja immer wieder welche angeflogen. Da ist zum Beispiel das nächste. Kommst du her! Kommst du her! Mann! Ich krieg keines der Ufos.
Und jetzt sterbe ich auch noch. Das sollte eigentlich nicht passieren. Wer hätte es gedacht, dass man bei einem Spiel nicht sterben darf? Verdammt nochmal. Jetzt habe ich nur noch 2 Leben. So, und falls jetzt irgendeiner von euch denken sollte, Mann, Nagi, das Spiel, das sieht ja ganz interessant aus, aber dieser bewegende Hintergrund, der geht mir schon ganz schön auf die Augen. Kann man denn nichts dagegen tun? Nun, man kann etwas dagegen tun. Man kann in den Optionen einstellen, dass sich der Hintergrund nicht bewegt. Das macht das Ganze etwas angenehmer für die Augen. Aber für mich gehört das einfach so dazu, dass das mit dabei ist. Ich meine, man hat zumindest die Wahl, ob man es haben möchte oder nicht. Und das finde ich gut. Gut, dann schnappen wir uns wieder die Grünen. Ab hier werden die Stages auch schon wesentlich länger, wie man vielleicht sieht. Die erste Stage hatten wir ja vorhin in, ja, einer Minute überstanden, vielleicht 2. Ich bin nur mal gespannt, ob ich gleich den Endgegner von Stage 5 besiegen kann, weil der ist nicht gerade einfach. Jetzt bin ich schon wieder erwischt. Und da ist gerade die beste Gelegenheit, um massig Punkte abzuräumen. Seht euch das an, meine Güte. Wenn ihr dachtet, man wird in New Super Mario Bros. 2 mit Gold überschüttet, dann habt ihr noch nicht Space Invaders Extreme 2 gespielt. So, und der Endgegner, es ist wieder das Space Invaders UFO. Diesmal allerdings in XXL. Und ich habe mich von der ersten Angriffswelle treffen lassen. Das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Man sieht, dieser Endgegner ist schon ein ganz anderes Kaliber. Und leider haben wir während der Endgegnerkämpfe meistens keine Power-Ups. Wir müssen uns mit unserem normalen Schuss begnügen. Und das war's. Ich habe versucht, tapfer durchzuhalten, aber es hat nicht funktioniert. Nee, aber mal im Ernst. Das war Space Invaders Extreme 2, ein, wie ich finde, sehr, sehr lohnenswertes DS-Spiel. Und es ist in der Anschaffung auch überhaupt nicht teuer. Ihr kriegt es gebraucht schon für teilweise 5 Euro. Habe ich es auf Amazon gesehen. Für den Preis solltet ihr es euch auf jeden Fall geben, wenn ihr Spiele dieser Art mögt. Und auch wenn ihr noch nicht vielleicht so Spiele dieser Art ausprobiert habt, gebt dem Spiel mal eine Chance. Für den Preis, finde ich, kann man nicht viel falsch machen. Ist auf jeden Fall ein nettes, kurioses Spiel. Nun denn, das war der erste DS-Samstag. Ein bisschen kürzer, als ich erwartet habe, aber was will man schon groß zu so einem eher simplen Spiel sagen? Mal gucken, was ich mir für nächste Woche ausdenke. Es wird bestimmt, oder vielleicht, bestimmt, vielleicht, weiß nicht. Vielleicht wird es ein längeres Video, vielleicht nicht. Vielleicht sogar noch kürzer, je nachdem, was für ein Spiel ich vorstellen werde. Auf jeden Fall sehen wir uns nächsten Samstag mit einem neuen DS-Spiel wieder. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Hinterlasst doch mal einen Kommentar und sagt, wie ihr die erste Folge fandet. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und da sieht man meine Highscores. Ich wette, ich bin gar nicht so gut, wie ich mir das vielleicht denken mag. Aber gut, das war's, Leute. Wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich auf euch. Tschüss!